Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Live-Haul. Wir shoppen heute mal wieder live bei Kick. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt. Viel Spaß mit dem Video! Hier draußen sind so einige Sachen für Halloween aufgebaut. Echt cool. Hier sehe ich gerade schon Kürbisse, die leuchten dann auch. Und hier drüben ist dann noch einiges an Herbstdeko. Süße Kürbisse, die finde ich ja super hübsch. Wir haben einmal den Preis. Und so ein Set gibt es auch noch. Auch cool. Sehr hübsch. Und hier sehe ich gerade noch Servietten. Die sind ja auch schön. Schöne Herbstservietten für 1 Euro. Hier drinnen gibt es auch noch einiges für Herbst und Halloween. Coole Kürbisse. Und hier sehe ich auch gerade noch einen richtig hübschen Kürbis. Guck mal, der ist doch süß. Finde ich sehr hübsch in Gold. Und guck mal bitte, wie dieser Tisch hier aussieht. Mega cool. Geschirr gibt es hier auch einiges. Und die haben eine tolle Auswahl. Finde ich sehr, sehr hübsch. Wie cool, hier sehe ich eine süße Stiftebox. Guck mal bitte, ist das niedlich gemacht. Und die kostet, da haben wir es, 2,99. Finde ich voll putzig. Süß, oder? Hier drüben geht es noch weiter mit so Klebebandzeug, Paketklebeband, alles dabei, Ordner. Und hier drüben sehe ich noch so kleine Ausmalhefte. Das ist cool. Sowas finde ich immer toll für unterwegs, wenn man so kleine Kids hat und die dann so ein bisschen bespaßen muss. Ist das immer ganz praktisch. Oh cool, hier gibt es so ein Zweier-Set, auch mit Doppelwandgläser, kosten 7,99. Ui cool, die haben ja auch Stillkissen, das wusste ich gar nicht. Das sieht auch hübsch aus. Tolle Farbe und würde ich sagen, hat so eine mittlere Größe. Hier habe ich gerade so eine süße Box gefunden. Da gibt es verschiedene. Süß. Das ist eine Holzbox und kostet 4,99. Echt süß. Ui, guck mal, hier habe ich gerade entdeckt für Hunde und Katzen. Gibt es verschiedene. Allerdings finde ich die Rascheln so komisch. Ich weiß nicht, ob das Tiere mögen. Ich würde es nicht mögen. Und hier gibt es wieder diese Flauschikissen. Die sind so schön. Ich habe eins in Grau. Aber es ist ein bisschen anders, glaube ich. Ist auch schön hier. Süß. Hier oben habe ich noch so eins entdeckt. Guck mal bitte. Das finde ich auch cool. Ist auch ein tolles Dekokissen. Aber ich schaue gerade mal hier. Oh ja, das ist immer nur so Handwaschzeugs. Das mag ich ja mal überhaupt nicht, wenn man das nur per Hand waschen kann. Das muss bei mir mit in die Waschmaschine, das muss das aushalten. Und die gibt es hier im Übrigen auch in groß. Guck mal, auch niedlich. Wo haben wir hier einen Preis? Hier ist gerade keiner dran. Hier unten, da, schau mal bitte. Da ist der Preis. Aber cool sehen sie aus. Dann hier drüben, was haben wir hier? Oh, ist ja niedlich. Guck mal, was es hier für Deckchen gibt. Ist das süß. Oder hier den Affen. Voll putzig und kostet 79 Cent. Hier habe ich schon Weihnachtssocken entdeckt. Guck mal. Und hier habe ich noch so einen Pinguin hier oben. Hier habe ich noch Deko entdeckt. Allerdings, die kenne ich schon. Also hier finde ich jetzt gerade nichts Neues weiter. Ich schau mal hier drüben bei den Pflanzen. Guck mal bitte. Die sehen doch echt mega cool aus, oder? Also da kann man, denke ich, fast kaum erkennen, dass die unecht sind. Sehen echt toll aus. Vor allem hier gibt es auch so eine große. Die hier hinten, guck mal. Finde ich cool. Oder? Wie gefallen sie dir? Dann haben wir hier noch so eine kleine. Allerdings sieht die so ein bisschen gelblich aus. Die gefällt mir jetzt nicht so. Ansonsten alle anderen. Weihnachtsdeko gibt es auch schon jede Menge. Und hier sehe ich gerade, hier gibt es auch schon einige Lichterketten. Das ist ja süß. So eine hier. Ich glaube, hier werde ich auch schon was mitnehmen. Ich muss mal durchschauen, was es hier so gibt.
Die ist ja auch putzig. Das ist ja auch süß. Gefällt mir auch sehr gut. Finde die immer ganz toll für den Tisch oder einfach im Kinderzimmer. Was haben wir hier noch? Oh, die ist ja auch hübsch mit diesen Kugeln. Da muss ich jetzt mal überlegen, welche ich mitnehme. Handwärmer gibt es hier auch. Super tolle Designs. Finde ich toll, wenn man das so mit ans Geschenk außen ran ja, bammelt, sage ich mal. Finde ich immer voll niedlich. Und hier habe ich auch noch jede Menge Weihnachtsdeko entdeckt. Oh, so hübsch. Ganz toll die Tische hier, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und hier drüben, guck mal, hier geht es auch noch weiter. Das ist süß. Cool, oder? Ich wollte mal gucken, was die hier kostet. Das interessiert mich mal. Was kostest du denn? Ich konnte mal in einem ganz anderen Kick shoppen. Der war echt cool. Der war richtig, richtig groß. Super schön war der gewesen. Irgendwie fand ich, der hatte auch so viel Auswahl. Vielleicht kam es mir auch einfach nur so vor, weil vielleicht auch so ein bisschen die Anordnung ja anders ist, wie wo ich sonst immer filmen kann. Keine Ahnung. Jedenfalls war es wirklich sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, ich zeige dir jetzt noch die Sachen, die ich so eingekauft habe. Einmal habe ich diese süße kleine Hose mitgenommen. Die ist richtig niedlich. Einmal sind hier Einhörner drauf. Ich fand die Farbe auch so cool. Und die ist innen richtig schön weich. Die ist aber jetzt nicht extrem gefüttert oder sowas, aber die ist so ganz, ganz weich und kuschelig innen, also richtig niedlich. Und gekostet hat sie, kleinen Moment, 5,99, also richtig süß. Dann gab es super viel Kleidung für Kinder, also ich fand, das war eine super Auswahl, auch so richtig schöne warme Sachen, also richtig toll, wirklich richtig viele Jacken und so. Und wir haben uns entschieden, so einen, ja, ich sag jetzt mal Schneeanzug hier mitzunehmen. Also der ist so, so schön. Der ist auch richtig, richtig dick, also da kann der Winter kommen. Und so eine Anzüge sind einfach für die Kleinen, denke ich, auch immer ganz cool. Da schlüpfen die rein, man zieht den zu und fertig. Der hier hat jetzt, ich glaube, 17,99, 17,95, also rund 18 € kostet. Ich habe nämlich das Schild schon abgemacht. Also wie gesagt, rund 18 € und so eine Teile sind ja sonst auch immer echt sehr, sehr teuer. Daher haben wir dort jetzt gleich einen mitgenommen, der hat uns einfach gefallen und ja, super, super schön. Und außerdem noch süße kleine Fingerhandschuhe, die gab es da auch ohne Ende, wirklich super viele Farben. Ich fand die jetzt einfach ganz niedlich, so ein bisschen bunt und die haben gekostet 1,99. Und dann habe ich noch Lichterketten entdeckt und hier musste ich einmal diese mitnehmen. Das sind goldene Blätter. Wobei ich die auch schön finde im allgemeinen Herbst, Winter. Also ich finde, man kann die jetzt oder muss sie jetzt nicht nur im Herbst dekorieren. Ich finde die einfach so schön. So schaut das Ganze aus. Und gekostet hat die im Übrigen 2,99. Außerdem habe ich dann noch die hier mitgenommen. Die fand ich auch so süß. Die hat 2,49 gekostet. Ich finde die so hübsch. Hier haben wir auch gleich noch Batterien reingemacht, um die zu testen. Das sind so eine kleinen süßen Zuckerstangen. Schau mal bitte. Okay, ich habe jetzt einen Knäuel reingemacht, weil ich das so rumgewickelt habe. Ich wollte es dir einfach mal zeigen, damit du siehst, wie das ausschaut. Ich fand das so niedlich und das kann man so schön dekorieren und dann diese kleinen süßen Zuckerstangen zu Weihnachten. Ich fand das einfach so hübsch. Ich hoffe natürlich, du hattest heute wieder Freude und Spaß mit mir zu shoppen. Schau dich doch auch gerne bei meinen anderen Videos um. Wenn dich das Thema Fingernägel interessiert, dann habe ich da nämlich auch ganz viele andere Videos über Fingernägel und da natürlich auch so einige Tipps und Tricks. Also auch für Anfänger gedacht, aber auch so, ja, ich sag jetzt mal Fortgeschrittene. Ich mache das Ganze einfach, weil ich daran Freude und Spaß habe. Ich bin kein Nagelprofi. Ich mache das für mich zu Hause und zeige dir das Ganze, wie ich das so alles anwende und wie ich mir so hübsche Fingernägel gestalte, vor allem die richtig lange halten. Also wenn du daran Freude und Spaß hast, würde ich mich freuen, wenn du auch bei den Videos vorbeischaust. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib schön gesund. Bis ganz bald zum nächsten Video. Ciao!